Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Mario Maker 2, die deutschen Levels, und wir schauen mal, was wir machen können. Hier ist es ein Sommer-Special für euch so ein bisschen, weil ich die anderen Sachen gerade nicht weitermache. Ich mache nur so ein bisschen Urlaub, aber denkt mir nebenbei, ach komm, ein, zwei Sachen kann man abends mal zocken. So, genau, wir spielen nur von deutschen Herstellern sozusagen. Clouds of Troll, Rätsel kurz und knackig. Gehen wir nochmal rein und spielen. Ich kann mal erzählen, ich habe mir einen neuen Controller bestellt, nicht von Nintendo direkt, weil dieser Pro-Controller hat wirklich diese Macke mit dem Steuerkreuz, dass wenn man zu schnell nach rechts und links möchte, dass er nicht reagiert und nach oben springt. Das nervt einfach nur. Und du? Was hat das denn auch, was, ganz ehrlich, jetzt mal ganz im Ernst? Sowas nervt mich ja schon. Was hat das denn schon mal für ein Level, wenn man da nicht wieder rauskommt? Ist doch totaler Quatsch, oder? Oder ich finde, sowas muss nicht sein. Hat auch für mich nichts mit... Hat für mich aber auch nichts mit Rätsel zu tun. Das ist ja einfach nur bekackt gemacht. Na gut. Ja, guck mal. Was ist denn das für ein Scheiß? Also es hat doch nichts mit einem guten Level-Design zu tun, ganz im Ernst. Das ist doch einfach nur behindert. Hat doch auch nichts mit Level zu tun. Das ist doch einfach nur Fallen, um zu sehen, wie man runterfällt. Das ist doch kacke. Wir noch eine Runde aus und dann ist Schluss. Ja, kurz an. Einfach grottig. Tut mir leid, aber sowas ist grottig. Nichts ausbalanciert. Ja, schon mal wieder. Pass auf. Gleich hier. Buh. Hier ist ein Buh von mir. Ich kommentiere das auch gerne. Und zwar... Ich schaue was auf hier. Einfach zu dumm. Nein. Also aber einfach zu... Was ist denn das? Einfach zu... Einfach zu unübersichtlich, schreibe ich mal. Ja. Finde ich einfach, das macht keinen Sinn. Also, sowas kann man auch ruhig schreiben, oder? So. Finde ich behindert. Also, mag sowas nicht. Ich finde, Levels müssen auch irgendwie so sein, dass man die auch gut machen kann. Und ich finde, sowas ist blöde. Also, braucht man nichts hochladen. Hat ja nichts, es hat auch nichts mit Können zu tun, es hat einfach mit Glück zu tun, dass du nicht gegen den Stein springst. Tut mir leid. Da musst du nochmal ran. Boohoo's Funhouse. Geh da nochmal rein. Mal gespannt. So, ich habe am Anfang, im letzten Video habe ich noch unten noch die Level-Dinger reingepackt. Mache ich jetzt nicht mehr, die könnt ihr euch selber rausholen. Wenn ihr wollt. Achso, das geht natürlich nicht. So. Achso, warte, ich habe eine Idee. Oder? Ich habe keine Idee. Was muss man denn machen? Muss man über die Dinger springen, während man... Wahrscheinlich, ne? Ja, das schafft man ja gar nicht. Kann man ja gar nicht schaffen. Hä? Sehe ich nicht. Also irgendwie bin ich heute zu blöd für die Levels. Ich meine, das ist ein Rätsel, okay? Aber man kann ja eigentlich nur den Schnappen draufschnappen und weiterhüpfen, ne? Hm.
Ja, das geht nicht. Also muss sehr schnell springen, sonst wird das nichts. Okay, na gut. Naja, versuchen wir es noch. Ah, bescheuert ist schon das Level. Warum ist das so gelöst? Okay. Also so. Okay. Kannst du das mal kaputt machen da unten? Jetzt können wir unten durch. Dürfen wir nicht mehr schießen? Jetzt kommen wir hier selber nicht wieder hin. Ah, oh, cooles an! Er hat auch. Baut hier nur fiese Fallen ein. Okay, dann müssen wir mal rüberspringen. Okay, ich kann nicht weitergehen, weil die Mauer da im Weg ist. Wahrscheinlich rechnet er damit, dass ich jetzt großer hier ankomme, oder was? Mann, Mann, Mann. Ja, das war jetzt nicht kacke. Das war auch gar nicht Highlight, aber es war okay. Ich sag, okay, du kriegst einen toll von mir. Oh, ich bin der Erste, der es geschafft hat. Sehr gut. Danke. Und dafür den Booper-Sitter. Okay, okay. Super, danke. So, weiter geht's. Was gibt's denn hier noch so? Oh. David's Revenge von Bugman 1. Gucken wir's mal an. David's Revenge von Bugman 1. Bin gespannt. Oh, haben wir schnell rein, wa? Okay. Sie bescheuert. Hätte man vielleicht leichter raus müssen. Okay, nochmal. Nehmen wir mit. Mann. Hä? Was bringt das? Heißt jetzt nicht, dass man hier nicht rauskommt. Das ist doch bescheuert. Ja, ganz ehrlich, habe ich schon gar keinen Bock drauf. Also wenn man so in Fallen reinlaufen kann, dann macht es eigentlich keinen Sinn. Habe ich keine Lust auf sowas. Habe ich wirklich keine Lust, das nervt. So, was gibt es noch hier? Dänemark. Oh, hier. Donkey Kong 64. Donkey Kong 64? No. Angelehnt an Donkey Kong 64, Schwierigkeit normal. Angelehnt an Donkey Kong 64? Na, da bin ich mal gespannt. Wie angelehnt das denn da ist. Okay. Dings kommt. So, eine Schüssel haben wir. Wir brauchen schon ein paar. Mal kurz warten, ich will jetzt nicht unbedingt gleich sterben, noch in die Leute da rein ras. Okay.
auf. Oder hier gibt es ja vielleicht ein... Oh, eine Blume, das ist schon gut. Markus! Jetzt habe ich nicht, schade. Oh. Oh, eine Röhre. Gut, dass ich die Röhre noch entdeckt habe. Ach, scheiße. Frage, was besser ist, ne? Im Endeffekt egal, glaube ich. So. Oh. Ah, was machst du denn da? So. Hoch. Ich weiß nicht, wie viel Donkey Kong 64 hier drin ist. Kann auch gut sein, dass da einiges ist. Ich brauche ein Fliegeding, um das hier in die Luft jagen zu können. Aber warte mal. Hm. Guck mal. Da ist das Ding. Okay, warte mal. Uah, da wollte ich. Nein! Was denn da? Hier hoch. Ah. Mal hier hoch, dann komm! Gib ihm! So. Hier rein. Okay. Können wir noch nicht rein, wir uns fehlen noch zwei Schlüssel. Lass mal holen. Na guck mal, können wir da reinkommen? Können. Gehen wir die Tür rein? Nicht rein. Schade. Na gut. Hier raus. Brauchen die Feder wahrscheinlich. Warte mal. Yoshi. Hab Yoshi gehört. Uns fehlt noch ein Schlüssel. Ein Schlüssel für uns noch. Wo kann der letzte Schlüssel sein? Ist er hier drin? Gehen wir da rein nochmal. Ah ja, da war er nicht. Warte. Muss er hier unten drin sein, ne? Da war das, ne? Gehen wir da in das Schlüssel? Gleich. Scheiße, die hier Dings. Wo kann der noch sein? So viel Zeit haben wir auch nicht mehr, ne? Hm.
Nee, hier ist es nicht. Dann müssen wir weitergehen. Warte mal. Hier finden wir noch schnell. Rührlauf! Yoshi! Aha! Okay, warte. Da. Ach, scheiße. Ich hätte da runterfahren sollen. Das bringt uns gar nichts hier. Da müssen wir rein. Verdammte Axt. Warte mal, runtergehen kommt die doch wieder, ne? Oder kommt die nicht wieder? Doch, ich glaube schon. Ah, perfekt. Okay. Wir müssen irgendwie da hinbekommen. Ah. Warte. Da. Oh, das könnte klappen, oder? Oh nein, hab ich weggeschossen. Rein? Nee. Mist, verdammte Kacke. So. Und wieder rein. Wieder nicht festgehalten. So. Und runter. Ja, ja, ich weiß, die Zeit drängt. Oh, scheiße. Ja, das ist aber schwer gemacht jetzt. Super. Ah, wir haben das Ding. Hier geht's wieder raus. Och, Mann. So. Jetzt aber schnell. Verdammt, ich bin schon wieder vorbeigehüpft. Was ist das Ding da los? Brauchen wir gar nicht. Stehen wir noch wahrscheinlich mal bevor wir. Da. Okay. Was ging hier ab? Ein Spack. Okay. Geschafft. Aber lustig. Lustige Idee. So. Gut, jetzt haben wir so ein paar mal geguckt. Ich habe noch ein paar Levels, die wir spielen können. Einmal hat Jörg Leuk nochmal zwei neue geschickt. Kriegst du toll von mir. Und Fun Reels hat auch noch eingeschickt. Da gucken wir jetzt mal nach. Pass mal auf. Zurück. Geben wir die ID ein. Also, wir haben. Wir machen mal Fun Reels als erstes mit T-V-B. T-V-B. L-R-J. L-R-J. Und 1-L-G. 1-L-G. So. Gucken wir mal. Dennis264, okay, Dennis. Spielen, klassisch. Drei haben es gespielt, keiner hat abgeschlossen. Viel Glück, gucken wir mal rein. So, ich schreibe das jetzt nicht mehr in die Kommentare, in die Beschreibung. Die müsst ihr euch dann hier rausziehen aus dem Video. Kurz Pause machen, abschreiben, wenn ihr das spielen wollt, ne? Ist ja auch kein Ding. Hä? Okay. Okay, ich hab mir schon gedacht, dass da irgendwo so ein Ding sein muss. Und los geht's. Okay, da muss man wahnsinnig schnell und dann. Okay, wir versuchen es nochmal. Los geht's. Oh.
angekommen. Oh. Okay. Da hätte man gleich rauf müssen. Hier kommt nochmal, okay. Ne? Boah, das ist aber auch ein Timing dann hier, du. Boah. Okay. So, probieren wir es mal. Oh. Echt, ich darf da gar nicht drauf anhalten eigentlich. Muss ich ein bisschen laufen und dann springen, ne? Oder? Versuch's nochmal, warte mal. Oh. Bam, ich beende das. Tut mir leid, aber habe ich einfach keine Geduld für anscheinend. So, so, weil ja, es ist auch dieses, ach, ich mag nicht so viel raten müssen. Ich will sehen, was auf mich zukommt und nicht unsichtbare Steine andauernd freilegen. Also es tut mir leid, es sind wahrscheinlich Levels, also es gibt Leute, die finden das wahrscheinlich super, solche Levels. Aber ich bin da nicht so der Typ für. Also ich möchte schon sehen, was passiert und nicht raten, wisst ihr? Ich meine. Und dann habe ich wahrscheinlich vielleicht auch zu wenig Skill dafür einfach. Vielleicht bin ich einfach zu blöd dafür. Gibt mir aber nichts und tut mir auch leid, Dennis oder beziehungsweise Funwheels. Tut mir auch leid, aber ja. So, ich mache jetzt ein Lied, Level an von Jörg Leuk nochmal. Cheerio Guy hat uns gestern schon mit 2 Level versorgt. Wir gehen nochmal rein und schauen uns die mal an. Knowing, enjoy the pipe tour. Okay. Gucken wir uns das mal an. Knowing the Underworld. Okay, jetzt kennen wir auf jeden Fall das Level schon mal, so ein bisschen. Hier rein. Ah! Oh, hab ihn doch gesehen, den Scheißtypen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nochmal. Hinein. Hm. Komm schon, komm schon. Und weiter geht's. Ich mag die Glasrollen, finde ich fantastisch. Nase nach. Das ist ganz cool, wie Leute, also man wird nach und nach kreativer, desto mehr Levels man macht, ne? Ganz witzig. So. Mal kurz, bis der Dicke runterkommt.
So. Na komm, zack, danke. Und rein. Da ist die Flagge da hinten. Obwohl ich sie sehen kann. Zack, ups. Vielen Dank, Jörg, für das Level. Sehr entspannt, mal sowas zu spielen, wo man auch alles sehen kann, alles machen kann. Macht mir auf jeden Fall Laune. Danke, danke. Oh, ich bin auch der Erste, der es fertig macht. Ist gleich toll von mir hier. Zack. Ich hab Lust, was zu kommentieren, aber ich mache ein Bild rein, okay? Mit so ein paar ganz coole, warte mal. Spaß gemacht. Da. Danke, danke. So, du hast aber noch eins geschickt. Das machen wir auch gleich rein. Mal rein. So, noch eine Idee geben. Und das zweite heißt Mighty Mole. Okay, mal gucken. QG. QG 1. Ups. 1 und dann LS8. LS8. Und dann noch 5DG. Ich sitze echt immer noch an ein paar Levels, die ich so baue. Mal gucken, ob ich die mal rauslade. So. Rook Airship Captain Maxwell Mont has stolen my treasure. Bring it back. Kurz und knackig. Oh, eigentlich so ein Chineser, den Weltrekord. Da brauchen wir gar nicht versuchen. Ne? Die Chinesen, die Japaner, die sind auch verrückt da drin. Sowas. Kurz und knackig Thema. Sammle alle 50 Münzen und erreiche das Ziel. Okay. Ah, shit. Okay, aber weiß ich auf jeden Fall wo die Münze drin, die Dings drin ist. Wie heißt das? Kann ich auch unten links klettern? Nee, ne? Ah, ich fahr hier rein. Cool. Oh, da unten ist ein. Oh, Scheiße. Was mach ich denn da? Bin bestimmt dumm. Hey. Gesundheit. Danke. So, warte mal. Wir wollen erstmal viel größer werden. So. Dann gehen wir nochmal da unten rein, oder? Okay, warte, wir müssen einen runterschicken. Damit er es aufmacht. Okay. Na komm. Shit. Scheiße, wie soll man das machen? So. Ah, Alter, clever gemacht, Jörg, das war echt gut. Oh nein, aber das war gut. Ah, das war echt gut. Gute Idee. Da muss ich mal rein. Weiß morgen muss ich groß werden. Das war echt, lustig gemacht. Tut mir leid, das fand ich echt gut. Oh, pass auf. Echt gut. Was haben wir? Okay, ich geh mal rein. Okay. Ich da rein? Ich muss noch an die Münzen denken, ne? Ach, scheiße. Diese scheiß, wie heißen sie? Trampoline da.
Das Timing abwarten. Diese Riesenkolosse. Und rein. Oh, scheiße. Aber wir haben ihn noch erwischt. Nicht schlecht. So. Man kann auch nur da hochkommen, wenn man klein ist. Das ist echt beschissen. Oder man lässt den hier draußen und versucht, drin das zu schaffen, wenn jemand klein ist. Könnte gehen, kann aber auch gehen, ne? Dumpty. Ja. Oh. Zack! Danke, Jörg, für dieses Level. Interessant gemacht und auch echt gute Ideen dabei, muss ich sagen. Echt Spaß gemacht. Hoffentlich bin ich auch so kreativ, wenn ich es mache. Vielen Dank. Gut. Man kann schneller schaffen, wie siehst du, Japse, sag ich schon. Das ist mal ganz schön rassistisch. So was sagt man nicht. Japan hat es natürlich schneller geschafft. Toll. Toll, genau. So, vielen Dank dafür. Spaß gemacht. So. Ich suche jetzt noch ein normales Level raus hier. Oh, gerade ein neues rausgekommen ist noch. Suchen machen hier. Swinging with Munchers. Totian. Klassisch, das machen wir doch mal. Gucken wir doch mal, was der so kann, der Totian. Vielen Dank für die Einsendung der Levels. Sind schon mal 3 neue dazugekommen. Mal gucken. So, jetzt wollen wir mal sehen. Bin gespannt. Kann man nicht schwingen? Oh, warte. Den. Macht hier jemand in einer Level Werbung für sein Level? Das ist doch irgendwie assi, oder? Finde ich, das macht man nicht. Aha, ich komme schnell. Ach, es war nur ein Level hoch, ne? Die 30 Punkte da holen? Das ist egal, ne? Das sind die Punkte nicht so viel. Gut. Clever, clever. Okay. Na komm. Brauchen noch irgendwelche Schlüsselsachen brauchen wir hier noch. Ach, dann fallen die ja von oben auf runter. Ja klar! Ist ja logisch. Oh, da wohnt immer ein großer Pilz hier. Zack. Ah, die Geheimnisse finden hier.
Ah, nein. Den können wir noch ranspielen da. Ja. Oh. Nein. Scheiße, der blockiert mich komplett. Na gut. Türen, freue ich mich gerade. Okay, die Tür ist richtig. Ja, wollen wir jetzt machen hier, ne? Im Spiel stehen. Nein! Nein. Mal kurz gucken, hat er hier oben noch einen Level gepackt? Ich hab schon gedacht, dass er hier, warte mal. Ab und zu. Die Apliten aufgeben. Er ist ja nicht so. Okay, komm hier rein. So tot, Jan, wir müssen das Level beenden hier. Das kann man auch im Kleinen machen, oder? Obwohl, erwarten wir die Riesenpflanze, läuft ja mit uns da hinten. Das ist eine coole Idee, oder? Bin ich hier. Laune. Da habe ich das bei gedacht. Ziemlich cool, muss ich sagen. Also gerade, also das mit dem Hochfahren fand ich ziemlich lässig. Das war schon nicht schlecht. Okay, ich geh zurück. Ich dachte, man könnte gleich nochmal irgendwas. Perfekt! Gut gemacht! Haha. Thanks, ja. Gute Idee. Gute Idee. Wirklich gute Idee. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das hat mich immer sehr unterhalten. Ist auch eine Wahnsinnsidee von mir. Bam. Ein cooles Ding. Hat mir Spaß gemacht. Gut, Leute, ja, ich würde sagen, wir gucken noch. Wollen wir noch ein Level hier nehmen? Nee, ich glaube, das war's für heute wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.